Passagiere des Transrapid 07, bitte zum Ausgang B38. Menschen unterwegs. Moderne Verkehrssysteme bringen sie einander näher. Von Kontinent zu Kontinent, von Land zu Land und Stadt zu Stadt. Mobilität ist ein Zeichen unserer Zeit, ein Stück Freiheit, Lebensqualität. Sie ist Ausdruck und zugleich Voraussetzung unseres Wohlstandes. Können Sie im Raucher oder im Nichtraucher sitzen? Nichtraucher. Der Verkehr wächst. Und dem müssen die Verkehrssysteme gewachsen sein, ohne dass dabei die Umwelt auf der Strecke bleibt. Hochtechnologie macht den spurgeführten Verkehr schneller und umweltfreundlicher, wirtschaftlicher, sicherer. Damit ist er auch für Kurzstreckenflieger und Autofahrer wieder attraktiv. Und das bedeutet mehr Platz am Himmel und auf den Straßen. Reisen in einer neuen Dimension. So schnell wie früher nur mit dem Flugzeug. Direkt zu den Knotenpunkten. Mit Anschluss nach überall. Grüßen Sie an Bord des Transrapid, dem ersten Bahnsystem, das sich ohne Räder fortbewegt. Mit uns fahren Sie nicht, mit uns schweben Sie. Angetrieben und gebremst wird der Transrapid von einem Langstator-Linearmotor. Doch dieser Motor befindet sich, anders als bei allen anderen Verkehrssystemen, nicht im Fahrzeug, sondern im Fahrweg. Im Prinzip funktioniert er wie ein herkömmlicher Elektromotor, dessen Stator aufgeschnitten, gestreckt und an beiden Seiten des Fahrweges verlegt wird. Einzeln geregelte Tragmagnete ziehen unser Fahrzeug von unten an den Fahrweg heran. Die Führmagnete halten es seitlich in der Spur. Anstelle eines magnetischen Drehfeldes erzeugt er so ein Wanderfeld. Dieses elektromagnetische Wanderfeld zieht unser Fahrzeug berührungsfrei mit. Die berührungsfreie Technik macht unser Fahrzeug sehr schnell. Unsere Reisegeschwindigkeit von 300 bis 500 Kilometer pro Stunde erreichen wir in ganz kurzer Zeit. Wir schweben nach nur 5 Kilometern bereits mit Tempo 300. Unser Partner, die moderne Eisenbahn, benötigt dafür eine mindestens 30 Kilometer lange Strecke. Deshalb sind wir auch auf kurzen Strecken schneller. Wir erwähnen das, weil Sie die Beschleunigung ebenso wenig spüren wie die Geschwindigkeit. Deshalb finden Sie im Passagierraum Geschwindigkeitsanzeigen, damit Sie genau wissen, wie schnell wir schweben. Wir schweben auf umweltfreundlichen Wegen, ebenerdig oder aufgeständert. Unser Fahrweg ist der Landschaft angepasst, nicht umgekehrt. Aufgeständert verläuft der Fahrweg dort, wo dies aus Gründen des Umweltschutzes geboten ist. Denn so werden Landschaft und biologische Lebensräume nicht, wie von Bahndämmen oder Straßen, zerschnitten. Wie sich denken lässt, benötigt dieser Fahrweg nur sehr wenig Grund und Boden. Aber auch wenn er ebenerdig verläuft, ist der Flächenverbrauch unseres Fahrweges geringer als der anderer Verkehrssysteme. Wenn wir von einer Spur in die andere wechseln, bemerken Sie das kaum. Technisch aber sind die Weichen so interessant, dass wir sie Ihnen kurz zeigen möchten. Sie bestehen aus einem durchgehenden Stahlträger,
der für die Abzweigung durch einen hydraulischen Stellantrieb elastisch gebogen wird. Sicherheitsanleitungen werden Sie vergeblich suchen, denn es gibt keine. Sie brauchen sich nicht einmal anzuschnallen, denn bei uns an Bord sind Sie sicherer als in jedem anderen Verkehrssystem. Das Fahrzeug umgreift den Fahrweg. Ein Entgleisen ist daher völlig unmöglich. Auch kann nichts unseren Weg kreuzen. Ein Zusammenprall mit anderen Transrapid-Fahrzeugen ist völlig ausgeschlossen, da immer nur der Abschnitt des Motors im Fahrweg in Betrieb ist, in dem sich das Fahrzeug gerade befindet. Die abschnittsweise Schaltung des Motors dient jedoch nicht nur der Sicherheit, sie spart auch Energie. Wir brauchen bei gleicher Leistung etwa 30% weniger Energie als die ohnehin schon sparsame Eisenbahn. Weil wir mit Strom schweben, wird die Umgebung entlang des Fahrweges nicht mit Schadstoffen belastet und auch nicht mit Lärm. Denn der Transrapid ist leiser als andere Verkehrssysteme, weil seine berührungsfreie Technik keine Roll- und Antriebsgeräusche entwickelt. Deshalb sind wir sogar mit 300 Kilometern pro Stunde noch leiser als eine S-Bahn mit Tempo 100. Die berührungsfreie Technik, die unser Bahnsystem so umweltfreundlich macht, macht es auch so wirtschaftlich. Die Investitionskosten sind nicht höher als für eine moderne Eisenbahn. Die Betriebskosten dagegen deutlich niedriger, weil der Aufwand für Wartung und Instandhaltung minimal ist. Denn wo keine Reibung entsteht, kann auch nichts verschleißen. Deshalb ist das Schweben mit dem Transrapid ein ausgesprochen preiswertes Vergnügen. Aber auch ein kurzes. Denn bei uns vergeht die Reise wie im Fluge. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wir würden uns freuen, wenn Sie bald wieder einmal mit uns schweben. Neue Technologien machen die Bahn frei für neue Lösungen. Denn große Aufgaben lassen sich nur gemeinsam lösen. Ein neues, umweltfreundliches Bahnsystem hält uns in Bewegung. Damit Menschen Distanzen überwinden und einander näher kommen. Auf kurzen und auf langen Strecken.